Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario 64 Ocarina of Time. Im letzten Part sind wir im Dungeon bis zum Endboss scheinbar ist vorgedrungen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll, ganz ehrlich gesagt. Aber probieren geht über studieren. So, wir gehen jetzt einfach mal rein. So, sobald er mich sieht, werde ich wahrscheinlich Probleme kriegen. Aber ich werde wahrscheinlich eine Stampfattacke auf seinen Kopf machen müssen. Naja, passt. Batz! Batz. Oh, das war's schon. Ups. Das ging jetzt verdammt schnell. Yeah! Gut, dann haben wir das schon hinter uns. Hahaha, somit haben wir den Dungeon schon geschafft. Es gibt dann noch so ein paar Bonussterne zu holen, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Von dem her würde ich sagen, raus hier und auf zur Zitadelle der Zeit. Ich bin echt gespannt, was jetzt dann gleich passiert. Weil normalerweise im Originalzeller ist es ouch. Ja, jetzt eigentlich so. Dass ich jetzt erstmal gucken muss, wo ich eigentlich nochmal lang muss. Bam bam, da lang. Im Originalzeller ist es jetzt so, dass wir jetzt zur Zitadelle der Zeit können und erwachsen werden. Hm, bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Wird Mario jetzt auch größer und erwachsen? Hm, let's have a look. So. Yahoo! 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 Wobei, ich möchte einfach noch die Steine da kaputt machen. bevor ich hier weglaufe. Nämlich, da gab es auch irgendwo Steine, die ich kaputt machen kann. Die liegen ja, die stehen bestimmt nicht umsonst darum, die Steine. Scheinbar ja. Ah nein, da geht's tatsächlich runter. Oh mein Gott! Was erwartet uns da unten? Wasser? What? Okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wo sind wir hier? Hier gibt es einen Schalter. Ah, ich habe den einen Schalter kaputt gemacht. Oh, ich dummer Depp. Ich komme nur so hoch, ne? Das war natürlich sehr, sehr schlau. Ja, sehr schön. Weil so komme ich ja da nicht hoch. So, jetzt. So, jetzt. Die Kamerasicht ist scheiße. Hoppa. 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 Scheiße. Nein! Ich hatte es doch schon. Na, so nicht. Komme ich jetzt eigentlich wieder da hinten hoch? Hahaha. Werde ich wahrscheinlich nicht so hochkommen, ne? Wenn nicht, werde ich jetzt sterben. Gehen, sterben, gehen, sterben, gehen. Oder wir probieren es einfach nochmal. Nur weil ich so neugierig sein wollte, hängen wir jetzt hier fest wieder. Das ist doch zum Kotzen hier. So. Sebi, hör auf, so neugierig zu sein. Aha, was macht er denn? Das wird zu weit. Wahrscheinlich wieder warten. Warten, warten, warten. Meine Skills waren auch schon besser. Viel besser. So. Und let's go. Nein, er rutscht runter jedes Mal. Diese kleine Pappnase hier. Ne. Komm, wir sterben am besten einfach. Dann läuft's einfach hier. Ja, so geht's auch ganz einfach, Alter. Autsch. Wenn man es nicht... Oh Gott. Ich sterbe hier wirklich noch, Alter. Nur weil ich so blöd bin. Gerade eben hat er es einwandfrei hinbekommen, der Sack. Ja, toll. Ja, toll. Ja, toll. So. So. Jetzt aber hier... Yay! Sehr geil, haben wir es doch noch hinbekommen. So, und nach oben. Hallo. Schnappe dir den Stern. Ja. Haben wir schon Stern Nummer 16. Jetzt läuft's. Oh, platsch. So, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir zurück nach Hyrule Stadt. Und werden dort in die Zitadelle der Zeit gehen. Und werden in der Zitadelle der Zeit
wahrscheinlich erwachsen werden. Hm, das ist die Frage. Werden wir erwachsen? Werden wir nicht erwachsen? Wie ist es hier gehandhabt in dem Hack? Da bin ich jetzt mal gespannt. Und komme ich hier eigentlich hoch? Über sowas solltest du früher nachdenken, Sebi. So, passt doch. Juhu! Juhu! Und tschüss. Lass mich in Ruhe. Und ja, wenn wir erwachsen sind, ist die erste Station eigentlich wieder der verbotene Wald. Also die verbotenen Wälder. Verlorenen Wälder, verbotenen Wälder. So. Und da geht's dann zum Waldschrein. Soweit ich mich nicht irre, wird das unsere erste Anlaufstation sein. Von dem her. Let's go! Auch wenn es ein bisschen lange dauert. Wir kriegen das schon hin. So. Ba ba ba. Ba da da da. Ba da 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 da. Ba ba la la. Autsch. Los, wir wollen hier runtermachen. So. Läuft ja wie geschmiert. Da vorne haben wir wie schon wieder sowas. Springe ich jetzt wieder in ein Loch rein? Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was gibt es in... Ah, Leben. Kann auch nicht schaden. Schadet auch nicht im Leben, so ein Leben. Hä? What is this? Da, 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 da. Und weiter geht's, Mann. Ich freue mich, Mann. Auf nach Hallstatt. So. Hammer's denn gleich hinter uns. Juhu. Und dann kriegen wir vielleicht auch endlich unser Yoshi-Epona-Dings. Rein theoretisch. Bekommt man ja, wenn man erwachsen ist, sein Pferd. Bam, 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 bam. Was war mit dir jetzt nochmal? Kumpa, Kumpa, Journey. Ah, wenn wir 40, also das war ja das mit den 40, 60, 70 Dingern da. So, auf geht's. Wir haben sie alle zusammen. Oh, nice. Sehr nice. So, jetzt erstmal lesen. Was gibt's denn hier zu sagen? Ups. This grand star holds the power to warp through time. One touch will send you 18 years forward in time. Dieser große Stern hat die Power, dich in der Zeit zu warpen. Wenn du ihn berührst, geht's 80 Jahre in die Zukunft. Du kannst immer wieder zurück, wenn du ihn berührst. Raura, Sage of Light. Okay, los geht's. Yeah, Stern Nummer 17. Los geht's. What the hell? Sind das jetzt alles Gegner? Leute, seid ihr wirklich Gegner, die mich auch... Ja. Sind tatsächlich Gegner, die mich töten wollen. Okay. Gut, sehen wir jetzt mal 80 Jahre in die Zukunft. Und gucken wir mal, was hier so ab... Wow. Heilig, okay, hört sich alles nicht so dolle an. Okay, hier geht es noch ein paar Powersterne einzusammeln. Ich glaube, das könnten wir rein theoretisch jetzt, je nachdem, wie lange es dauert, schnell noch machen. Na, würde ich wahrscheinlich dich wieder brauchen für aufs Dach. Komm her. Yeah. So. Gucken wir mal. Ich habe die Vermutung, dass hier oben wahrscheinlich auch wieder was sein müsste. Jo, war ja klar. Komme ich so da hoch? Jupp, da. Oh, ich war da oben. Okay, dann muss ich das irgendwann anders machen. Jo. Zwei. Da drin haben wir ein bisschen Feuer. Okay, wow, 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 wow. Let me go. I don't want to be your hero. Okay, passt. Passt, 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 passt. Okay, 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 okay. Da drin haben wir noch einen Powerstern. Ja, klar. Ich stehe auch auf Feuer, Leute, echt. So, und tschüss. Machen wir mal den nächsten Raum. Da gibt es nur Mana. Da haben wir ihn schon. Da hinten. Woho!
Wow, juhu, wow, juhu, wow, so. Da hinten, okay. Mach du mal schön deinen. Yep. Geil. Jetzt, oh, jetzt runter weg. So, können wir uns dann Stern holen, die Nummer 18. Nicer Scheiß, mit den Sternen geht's voran. Ja. Nummer 18. Gut, dann haben wir es geschafft, dann würde ich sagen, zum Schloss brauchen wir es nicht zu gehen, wir wissen ja ganz genau, was da passiert ist. Aber interessanter wird es hier draußen ab jetzt. Hier steht Koopa rum. Are you some weird kind of misshapen Goomba? I've never seen anything like you around here. Oh, I'm the fastest racer, bla bla bla. Achso, das ist wieder ein Rennen. Brauchen wir jetzt nicht. Ich möchte jetzt erstmal zu Yoshinski. Also ich will gucken, ob wir unser Pferd bekommen. Wenn nicht, würde ich sagen, machen wir uns auf Richtung verlorene Wälder. Und werden da versuchen, weiterzukommen in der Story. Aber jetzt will ich erstmal... Ich will ein Yoshi haben. Hallo? Wo sind die ganzen Yoshis? Hey! Hey, verarscht mich nicht. Ich möchte hier... Hallo? Ich möchte ein Yoshi haben. Ich möchte ein Pferd Yoshi haben. Ich möchte reiten. Hallöchen. Verarscht mich nicht. Wo seid ihr denn? What the fuck? Nothing's gonna change me now. Hier hinten ist auch... Was? Komplett ausgestorben oder was? Es muss doch eine Möglichkeit geben, einen Yoshi zu kriegen hier. Dann gucke ich mich noch mal kurz um. Das ist nicht fair. Und so absolut nicht. Woohoo. Können wir noch mal da hinten nachgucken. Vielleicht haben wir mittlerweile die Möglichkeit, da hinten irgendwas zu erledigen. Frag mich immer noch, was ist mit diesen Vogelscheuchen? Ich kapiere es bis jetzt noch nicht so ganz. Sind das letztendlich Warp-Punkte, die wir nutzen können? Hello, my dear. Can you speak English? Nein. Okay, immer noch nicht. Passiert immer noch nicht. Okay, hier war ja... Ja, genau, hier war das mit diesem Schalter. Ansonsten... Ja, da oben ist auch nochmal ein Sch... What the fuck? Warte. An den kommt man dran, wenn man... Okay, das wird so jetzt nicht unbedingt funktionieren, oder? Doch. Das wird schon funktionieren. Aha. Warte. Oh, Scheiße. Nein. Was macht er denn da? Ja, Scheiße. Nein, ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Da passiert gar nichts. Wisst ihr was? Lass mal's. Es gibt hier keine Yoshis. Kein gar nichts. Die Farm ist komplett ausgestorben. Das finde ich nicht gut. Das finde ich ja nicht gut. Dann gehen wir hier wieder raus. Nicht nur verlorene Wälder. Und ich habe die. Und dann gucken wir wegen. Wie es weitergeht. Was müssen wir jetzt zum Waldschrein? Da bin ich echt interessant, gerade beim Waldschrein. Waldschrein ist einer meiner Lieblingsdungeons aus dem ganzen Spiel, wie der jetzt umgesetzt wurde. Ah, da ist das Rennen genau umgekehrt. Gut zu wissen. So. Auf geht's. Und los geht's, Mann.
Aber ich habe mir seit dem letzten Mal natürlich nicht unbedingt den Weg gemerkt. Das so die schlauste Sache war? Ich glaube ja nicht, ne? Deswegen. Versuche mich gerade wieder ein bisschen zu erinnern. Dass ich natürlich erstmal voll schlau war. Warte. So. Ah, das war Corunia. Ich depp. So, dann. Überleg, überleg, überleg. Das war falsch. Ich kann mir nie den Weg merken, Leute. Das kann jetzt wieder so 3-4 Minuten in Anspruch nehmen. La 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 la. Weiter geht's. Jetzt da lang, Mann, da lang, Mann. So, jetzt geht's erstmal da lang und dann gehen wir. Ich glaube links, ne? Ach, scheiße. Rechts? Nein! Nein! Ich glaube, die Richtung war hat einigermaßen gestimmt. Ich kann es mir nur nie merken. Echt nicht. So. Nochmal. Warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Die Frage, kann ich durch die Wand ein bisschen gucken? Okay, hier scheint ein Ausgang zu sein. Ja, da geht es immer weiter. Und da hinten. Ich versuche ein bisschen das Spiel geradeaus zu tricksen. Geradeaus kann ich nämlich. So. Ich trickse das Spiel aus. Da ist wieder nichts. Ich gucke jetzt einfach durch die Wände durch. Warte. Da hinten geht es nochmal. Jetzt. Warte, 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 bevor ich jetzt irgendwo reinlaufe hier. Ja, da geht's nochmal weiter. Hm, guck mal an. Der Seewesen ganz, ganz, ganz böser Wicht hier. Seewesen ganz, ganz böser. Seewesen ganz, ganz böser Schlingel hier. Oh! Seewesen ganz guter Schlingel und wird vom Geist mal. Au, oh, jetzt, hallo? Könnte dieser. Was? Halleluja! Hallo, 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 hallo. So, jetzt. Ich kenne die Wege von euch scheiß sicher nicht. Lass mich durch! Ja! Was zum? Habt ihr so nicht mehr alle? Okay. Passt doch. Juhu! So, zum Waldschrein haben wir es schon mal hingekriegt. Das war ja gar nicht so schwer. So, wie ist das jetzt geplant? Hier, warte, warte, warte. Wie ist das jetzt hier geplant? Warte. Warum sollte ich hier ein... Just wait. Aha. Ah, ich verstehe. Geht aber verdammt schnell. Okay, 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 okay. Ich habe das Ganze unendlich kapiert. Wenn man es verkackt ist. Ja, toll, jetzt habe ich die eine Münze natürlich eingesammelt. Oh, wollt ihr mich jetzt verarschen? Respawn da ganze Scheiße wieder. Autsch. Respawnt das Ganze denn wieder? Weil für uns haben wir ein kleines Problemchen. Das nicht auch Problem. Autsch. Hilfe, lass mich. Nein, 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 geh weg. Ja, die Respawn natürlich nicht. Scheiße. Ja, okay, da fällt mir gerade nur Scheiße ein. Zum Abschied sage ich leise Scheiße, ne? Ich hab's kaputt gemacht. Ich muss eine andere Möglichkeit hochfinden. Ich muss das Spiel vielleicht ein bisschen austricksen jetzt, aber... Ich trickse jetzt das Spiel aus, ist mir jetzt egal. Ich muss das Spiel austricksen. Das machen wir jetzt in dem Part noch. Mir scheißegal, ich muss das noch austricksen. Ich will in den nächsten Dungeon noch rein. Mach doch den Dreisprung. Ah, Mann. Yep, ah, ich war oben.
Na, mach doch hier den Dreisprung. Weil sonst... Ich muss da mit Dreisprung versuchen, irgendwie hochzukommen. Nachdem ich das mit den Münzen jetzt voll verkackt habe. Oh, ich war fast dran. Er hat einen scheiß Wandsprung gemacht, die Sau. Tappa, tappa, tapp. Ey, wie soll das sonst gehen? Alles andere wäre Quatsch, aber vielleicht so ein bisschen zeitlich rangehen. Da, Junge. Ja. Verarschen kann ich mich selbst, Leute. Ich krieg das schon irgendwie hin. Auf ins Dungeon. Herzlich willkommen im nächsten Dungeon. Wir sind schon, und das ging ruckzuck, im Waldschrein, wo es direkt mal nicht weitergeht. Was? Was? Ne, natürlich. Wow. Hallo? Hallo, 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 hallo. Was? Moment. Da hoch. Oh, wow. Okay. Okay, der Schwierigkeitsgrad wird anziehen. Aber wenn ich mir das so angucke, warte, kann ich ein bisschen durch die Wand gucken. Auch nicht schlecht. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad wird jetzt ein bisschen anziehen. Von dem her machen wir im nächsten Part weiter. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben und einen schönen Kommentar. Immer schön auf die Glocke drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Von dem her bleibt gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Ciao, Leute. Bye.